Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Misgraded, genau. Musste ich erstmal überlegen. Ja, also über die CPU kann ich momentan nicht mehr rendern. Obwohl die CPU eigentlich sehr stark ist, aber ich muss mal schauen, ob ich einen zweiten Rechner anschließen kann und dem das Rendern oder das Aufnehmen überlassen tue. Und dann schauen wir, wie das funktioniert. Ja, was wollte ich denn? Wo wollte ich denn hin? Achso, ich wollte Julian, ne? Richtig. Habe ich da drin im Start. Also mit G ist übrigens ein Inventar öffnen, ne? Falls du das noch solltest. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. Ist okay. Ah, ist bei dir jemand? Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich ihn töten soll oder nicht, weil. Du ihn töten sollst. Das ist die Frage. Also meistens, wenn okay. du. Okay. Er greift mich an. Okay. Na gut, dann töte ihn. Er hat mich getötet. Alles klar. Fängt ja schon mal gut an. Also okay. Ja, wahrscheinlich hörst du die Verbindung über ihn. Die Verbindung über meinen Links hier. Über meine Headsets. Aber irgendwann wird das noch ein bisschen gefixt, alles. Achso, bitte. Also ich spiele so viele Spiele, wo ich nicht weiß, wie ich aufnehmen soll. Also wie gesagt, Julian, hier lernst du ja das Überleben. Wirklich. Ja. Weil wenn du jetzt einen vor dir hast oder sowas, ist die Gefahr, wie reagierst du, weißt du? Weil das sind wirklich Spieler dabei, die killen dich sofort. Vor allem bei dem polnischen oder sowas oder ukrainischen. Die killen dich auch meistens sofort, deswegen muss man überlegen, was macht man zuerst. Gut, der hat mich jetzt eigentlich nicht sofort gekillt, der wollte einfach irgendwas von mir, aber. Ein Blowjob. Dass ich mach was? Nein. Es ist zwar ein Pole, aber nein. So schlimm sind die Leute nicht. Oh, ein Schokoriegel. Das ist gut. Ah, das ist geil. Ja. Oh, eine Sonnenbrille. Was soll ich das machen? Nein. Nicht. Ausmachen. Was ist jetzt? Schokoriegel rein. Hab ich eine Waffe? Keine Munition, dann nehme ich erstmal. So, wo bist du jetzt, Julian? Beim anderen Spieler. Spieler. Ja. Hallo, lass mich bitte mal da durch. Ich hab keinen Bock, dass der mich sieht oder so. Oder keine Ahnung. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Das ist gut. Lass einfach mal lieber die Taschen raus. Also klar, am Anfang ist natürlich öfters mal, dass man stirbt. Mit Öl stirbt. Aber wenn du also ein bisschen ausgerüstet bist und einigermaßen weißt, dass man sich halt öfters verstecken muss und erstmal reinkommt ins Spiel, dann läuft das dann ganz flüssig ab alles. Ja, wo bin ich jetzt? Ich bin. Das ist auf jeden Fall jede Menge Zäune, also eigentlich so eine kleine Farm. Okay, also zu gucken. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Dranstellen. Falsch. Ich kack mal kurz in die Ecke. Muss mal ganz kurz jemanden. Weil ich glaube, nee, die kommt nicht mehr zu. Der Zuschauer schmeiße ich mal kurz raus hier. Ah, oh, okay, ist schon allein draußen. Okay, gut. Nein. So.
Übrigens, Julian, mit der Großschreibetaste, dauerhaft Großschreibetaste, da sprichst du im Spiel, ne? Ja. Kannst du kurz halten und dann. Sprechen Sie nach dem Piepton. Okay. Ja, Typ. Besser nicht. Raus damit. Ah. Hier gibt's nichts mehr. Hier gibt's nichts mehr. Was, das ganze Spiel ist doch voll. Ja, ich meine, dem Haus, wo jemand war. Ach so. Hä? Dahin ist auf jeden Fall eine Base, wie es aussieht, aber. Ja, warte, einen Moment, ich komme gleich wieder. Kein Problem. Oh. Bauen wir mal weiter. Was? Ich komme hier einfach nicht raus. Da war ja nichts aus. Voll ab durch den Matsch durchlatschen hier. Gute Lab. Ja, der Sammy kommt erstmal nicht online. Da bin ich wieder. Ah, das ist gut. Nee, die Base hängt irgendwie in der Luft, oder? Meine Grafik ist so gerade ein bisschen doof und zeigt den Berg noch nicht an, aber das glaube ich nicht. Ah, Nee, das ist die. ganz, ganz normales Base-Verhalten. Nee, die Base hängt echt in der Luft. Ich merke, ich sehe gerade, ich renne mit Jesus Larschen durch die Kante. Gar nicht. Weiß nicht, soll ich da hinlaufen oder nicht? Okay, ich habe eigentlich. Ja, ich habe gar nichts, also. Du hast gar nichts, das ist nicht schlecht. Das ist traurig. Das ist Und nicht hier ist schlecht, das einfach. ist super. Und hier ist einfach nur Wald und. Mach einfach mal. Ich musste jetzt von der Base unbedingt einen Screenshot machen. Also, Julian, ich habe mir jetzt gerade hier so ein kleines Lager gefunden hier. Ne? Ja. Mitten in so einem kleinen Wäldchen. Hier ist ein Zelt. Ja. Hier ist so Ja. eine kleine Sitzbank mit Tisch. Aha. Feuerchen, Stuhl. Und hier ist eine Lunchbox, ne? Zumindest für Essen halt, Ja. ne? Und was war da drinne? Ist in einem polnischen, in einem polnischen Server, ne? Wodka war drinne. Das passt voll. Das ist aber echt schon eine große Base hier, aber die hängt, da hängt alles in der Luft. Was soll das? Wenn du Wodka trinkst, dann passt das wieder. Ja, dann, dann ist, steht sie vielleicht auf dem Boden. Ja, dann siehst du die Welt ganz anders. Naja, hier ist auf jeden Fall keiner. Ah, denke das, wir sind 32 Leute, ne? Die können sich überall tummeln. Okay, der hat auf jeden Fall Gartenzweige gesammelt. Das ist gut. Das ist bestimmt ein Deutscher. Auf Er ist jeden Fall. ausgewandert nach Polen. Aber wie soll man bitte schön auf diese Base noch kommen? Ich glaube, ich müsste echt ein bisschen Wodka trinken, dann check ich's vielleicht. Naja. Gehen wir mal wieder von der Base weg. Ich höre einen Huhn. Ein Huhn, das ist gut. Aber ich weiß nicht, was ist. Ja.
Wo bin ich? Das frage ich mir auch die ganze Zeit. Hier sind keine Häuser, einfach nur Wald. Ach hier, ja, offene Wiese und ein paar Bäume. Das ist genauer. E0. Ich sehe absolut null hier drauf. Dass ich mir eine Hütte oder was auch immer. Ah. Also bis jetzt tut sich hier noch nichts irgendwie in meiner Umgebung. Ja, bei mir ist auch nichts. Jetzt halt. Ich finde, es ist sehr, sehr ruhig hier alles. Ah. Naja, ich hatte schon 3, 4 Begegnungen. Oh. 3 davon. Die waren tödlich. Die vierte war tödlich, aber die 3 anderen liefen gut aus. Das ist gut. Wie man sieht. Ja. Okay. Aber es gibt Hoffnung. Ich habe Haus gefunden. Also ich finde, es ist sehr, sehr leer. Was so die Häuser bedanken so. Ja. Okay, Hühner. Wäre cool, wenn ich hier ganz alleine bin. Wo ist denn hier der Eingang? Ja, das ist halt dann die Gefahr, wenn man halt jemanden trifft hier. Man hat keine Karte wie bei GTA, dass man sieht, ah, da kommt ja einer, das war's. Ja. Aber hier musst du wirklich. Nix, alles leer. Eine Dose. Obwohl, stimmt. Essen könnte ich mal. Wenn man zu viel Wodka getrunken. Irgendwie habe ich gerade Bücher mit dem Rucksack verwechselt. Das ist gut. Ja, von weitem sah das echt aus wie ein kleiner Rucksack irgendwie. Hier ist echt nix. Außer ein paar Dosen. Und ein Skelett. Alter, so ruhig hier, das gibt's ja gar nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall gerade ein Skelett gefunden. Ist völlig normal. Ich höre jemanden draußen. Wieder, oder? Im Spiel. Also. Oh, Schuhe. Oh. Ach, ja, was habe ich denn schon zu verlieren? Außer ein paar Dosen. Alles. Ja, so. Ja, als Dosen kann ich ja nicht verlieren. Okay.
anscheinend doch. War anscheinend doch niemand da. Mich doch über den Zaun, danke schön. So, also schnell die Schuhe tauschen. Jesus Larschen aus. Ja, die habe ich auch an. Das ist gut. So, ich habe zwei Waffen am Start. Sehr schön. Ja. Warte, was habe ich am Start? Dosen, eine Flasche, ein Seil. Ja, kannst du die Leute vielleicht bestechen? Hallo. Bin doch. Haben uns auch schon mal, also Sammy und ich haben uns auch schon mal richtig kräftig verschanzt in so Baracken und Häusern, weißt du? Mhm. Haben wir draußen die Leute rennen sehen, da kamen sie langsam rein und alles, weißt du? Und wir saßen oben auf dem Dachboden. Oh, ich hab einen Rucksack. Ich hab ein. Ich kann den Rucksack mitnehmen. Was ist das denn? Ja, wäre mal cool, wenn wir uns treffen würden. Ach, ich hab schon eine an. Ich hammel. Ach. Das ist also. Deswegen kann ich keine zwei anziehen. Ah. Leuchtet ein. Nee, ist glaube ich keine gute Idee, da mit einem Wald rumrennt. Doch, es ist ja nicht dunkel, ne? Ja, schon dunkel. Eh nix. Seht nur das in der Ferne. Ich hab einen Farbeimer mitgenommen, was ist das denn? Man kann Farbeimer mitnehmen? Achso, vielleicht zum Lackieren von Häusern oder also der Base. Denk ich mir mal. Ja, auf jeden Fall richtig bunt einmal, damit die schön auffällig ist. Sultan, geradeaus. Oh, Whisky, oh ja. Pinacris, nach rechts. Sultan, geradeaus, Pinacris, nach rechts. Wenn, dann könntest du vielleicht nach Sultan gehen, dann bin ich auch gleich dann dort. Okay, also geradeaus laufen. Ja. So gut immer auf der Straße zu laufen. Das ist super. Dann versuche ich mich jetzt schnell zu dir zu schlagen. Ah, er ist nicht Wodka. Ja, Sultan und Wodhafen. In nach rechts. Also, ja gut, wenn man von der Kreuzung aus von. Ja, egal. Ich laufe auf jeden Fall Richtung Sultan jetzt. Komm ich auch noch nach Sultan rüber. Kurz mal am Baum hinstellen zum Pinkeln. Moment. Achso, das war mir nicht gezeigt.